Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Full Day of Eating. Und zwar ist es wieder ein Montag. Wir sind abends sogar auswärts essen und nehmen euch auch dabei mit. Aber erstmal gibt es ein Frühstück und diesmal gibt es kein normales Porridge, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern ein kaltes. Das heißt, wir haben es gestern Abend gemacht und dementsprechend, wenn ihr es über Nacht macht, dann nehmt ein bisschen mehr Wasser, vielleicht so 100 Milliliter mehr. Dann sollte es von der Konsistenz auch passen. Dann ist es zu fest. Leute, zieht euch einfach mal diesen Foodporn rein. Also wirklich, das ist einfach, diese Creme ist jetzt schön hart und es ist wirklich einfach nur geil. Also wirklich, das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, 100 Milliliter mehr Wasser. Ihr braucht einfach nur Haferflocken und veganes Proteinpulver und halt Wasser. Das Topping könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir haben jetzt hier so eine Protein-Haselnusscreme und eine Schokoladen-Erdnussbutter. Also Chocolate over the top. Dann noch, Leute, eine Prise Salz. Und wenn man will, kann man auch ein bisschen Zimt machen. Genau. Das essen wir jetzt. Und dann geht es an die Arbeit. Wir müssen viel abdrehen. Es ist so kurz vor dem Urlaub. Das heißt, es steht noch einiges an. Aber wir sind ready, haben Bock und erstmal. Leute, schaut mal, was wir uns Schönes gemacht haben. Und zwar einmal eine Süßkartoffel, die haben wir einfach so in einer Mikrowelle gemacht, so als Ofenkartoffel. Dann so eine Gemüsepfanne, das war so ein Fertigding, und Kartoffeln gekocht. Und noch Ei, Rührei. Oh, Anfänger auf einer. Das war so eine Fertigmischung, wir blenden euch das mal ein. Das war einmal zum Wasser anrühren. Das ging echt mega gut. Genau, ist von Broses gewesen. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Schmeckt sogar echt gut. Genau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen gemeinsamen Taste-Test. Und Leute, Tipp, macht die Süßkartoffel einfach in die Mikrowelle. Die wird so schnell durch, innerhalb von 3 bis 5 Minuten. Und die ist butterweich. Also, Süßkartoffel ist wirklich so lecker. Tu noch schon Rührei oder ja, Rührei aus einem Pulver. Kann man machen. Schmeckt nicht 1:1 wie Rührei, wie Ei, aber so für ein fertiges Ding ist es auf jeden Fall echt mega gut. Das Ganze toppen wir natürlich noch mit ein paar Soßen. Da kann man kreativ sein, worauf man Bock hat. Und ich würde sagen, wir essen jetzt. Und danach gibt es auf jeden Fall noch einen Nachtisch, weil ihr wisst, wir brauchen immer, wirklich immer was Süßes danach. Leute, wir machen uns jetzt noch einen warmen Kakao. Und zwar aus einer Probe. Und das ist Chocolate Impact Well von MyProtein. 300 Milliliter für beide. Und das Ganze mixen wir jetzt. Ihr könnt auch shaken, bloß für Hand haben jetzt keinen Shaker da, deswegen erstmal mixen. Und das Ganze kommt dann für 60 bis 90 Sekunden in die Mikrowelle. Und dann ist der ganze Spaß auch schon fertig. Und man kann es so wie so eine heiße Schokolade genießen. Und dazu essen wir auch noch ein Porridge. Aber das seht ihr gleich, weil es ist ein besonderes Porridge. Ein ganz besonderes. Aber erstmal würde ich sagen, zubereiten. Und das ist das Porridge. Also das ist ein Overnight Oat. Sozusagen einfach Haferflocken. Wir nutzen da die von Tree Bears, die einfach mit Pflanzenmilch oder mit Wasser übergießen. Über Nacht, Leute, das ist so geil. Wir haben noch Früchte drüber gemacht, ein bisschen Quark. Hier, Leute, ich glaube, die Marke sagt euch bestimmt was. Es ist wirklich richtig geil. Im Geschmack Schokolade und Banane, Kirschbanane. Also wirklich richtig gut, kann mir sehr empfehlen. Das gibt's. Da jetzt kein Proteinpulver drin ist, trinken wir noch den Shake dazu. Es war jetzt circa so 1,5 Minuten bei 600 Grad drin und boah, sogar heiß. Also perfekt. Ist wie ein warmer Kakao auf der Skihütte, Leute. Beste Lebensmittel und Sahne wäre geil. Mit wie viel Gramm Eiweiß? Mit 20 Gramm Eiweiß. Einfach mal so. Also für mich gibt es jetzt einen Booster. Ich nehme aber nur einen halben, weil es ist zu viel Koffein für mich. Das schaffe ich nicht. Ich nehme also so ungefähr 140 Milliliter
oder 150 Milligramm Koffein. Die gönne ich mir. Der schmeckt richtig gut, der Alpha-Booster. Ach, so lecker. Wie so ein Orangensaft. Mm. Ich würde dann auch gerne nehmen, aber es ist heute mein erstes Training nach 4 Wochen Sportpause. Dementsprechend will ich es mal nicht ganz übertreiben und bin bescheiden. Aber es kamen ein paar Kommentare, dass ihr euch mal ein Gymvlog wünscht. Wenn ihr noch Bock habt, dann lasst auf jeden Fall da nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Wir können vielleicht jetzt mal die ein oder andere Szene im Fitnessstudio mitfilmen, aber wir können Zähne. Auch gerne mal Szene, aber wir können vielleicht auch mal einen richtigen Gymvlog machen. Übrigens so Proteingummibärchen mal probiert. Mal testen. Das sind so Proteingummibärchen, das haben wir selber gemacht, das ist ein bisschen groß. Wir haben das schon so gegessen, bis wir haben es eingefroren, weil wir essen Gummibärchen gerne tiefgefroren. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, dass wir gerne tiefgefrorene Sachen essen. Ist halt schon kalt. Schmeckt echt ganz gut für auch so eine Fertigmischung zum Anrühren. Boah. Mmm. Geil. Das klingt so richtig gefaked. Wieso gefaked, Leute? Ich mache ja keine Werbung oder so. Weil es ist nicht so hart. Es ist, man kann es gut essen. Es ist nicht mehr steinhart oder so. Mega geil. So. Und jetzt auch ins Gym. Danach ging es dann für uns ins Gym und das Training war echt ganz gut. Für Annabelle war es ja das erste Training. Und es ist jetzt ein Tag später und Annabelle hat den heftigsten Muskelkater. Aber sie hat trotzdem wirklich sehr langsam gemacht. Aber anscheinend immer noch etwas zu viel. Leute, wir sind back vom Gym. Wie war die erste Trainingseinheit? Sie war richtig gut. Was isst du jetzt gerade, Leute? Eis. Real. Ja, Real Talk, Leute. Ich hab jetzt Bock auf Eis. Aber so geil. Ist von meinen Großeltern noch übrig geblieben. Und Leute, Eis ist einfach Leben. In meiner Mandel-OP-Zeit, also die letzten 4 Wochen, habe ich so viel Eis gegessen. Das könnt ihr euch schon vorstellen. Ich liebe Eis. Es wird nicht langweilig. Und most porridge. Sieht gut aus. Sieht noch gut aus. Und deswegen, Leute, so Eis auf dem Pottlöffel. Ist ein Vibe. Und es gibt Porridge. Achso, wieder das Training. Das Training war gut. Ich bin wirklich sehr leicht eingestiegen. Und jetzt gibt es Porridge. Jetzt willst du was Porridge machen? Proteincreme. Okay, gut. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das und dann zeigen wir euch, wie das Ganze am Ende aussieht. Und so sieht das jetzt aus, Leute. Also einfach ein Porridge mit einfach Proteincreme drüber. Richtig geil. Und danach machen wir. Habe ich schon. Ach so. Genau, jetzt habe ich Salz drauf gemacht. Mach noch Zimt drauf. Und mal schauen, ob wir dann noch Eis essen. Oder mal schauen, wie wir Bock haben. Und jetzt haben wir uns noch eine Portion Eis gemacht. Und zwar Stracciatella-Eis und Vanille-Eis, Cremissimo. Und das Ganze haben wir mit so einem Sirup getoppt. Mit so einem Zero-Sirup. So Golden-Sirup-Flavor. Richtig geil, Leute. Leute, fast hätten wir es vergessen. Es gibt jetzt noch Kreatin. Und Magnesium und Ashwagandha, das nehmen wir immer nach dem Training. An Rest-Days nehmen wir es dann vorm Schlafen gehen, weil es einfach die Muskeln entspannt. Und es ist optional, wenn man es eben nach dem Training nimmt, wenn die Muskeln gerade gestresst sind und dein Körper, um einfach direkt den Stress mit Ashwagandha zu reduzieren und mit Magnesium eben die Muskeln zu dingsen bei deinen Augen. Ocean's Eyes, I'm thinking that you can... Uns ging es dann in die Stadt, denn wir haben uns mit einer alten Schulfreundin getroffen. Und zwar sind wir in einen Bowlladen gegangen und haben uns dort eine Bowl zusammengestellt. Wir hatten als Base Vollkornreis und Spinat. Und dann haben wir einfach fast alle Toppings genommen. Unter anderem eben als Proteinquelle Chicken. Das fallen mir aktuell mega. Und wir hatten auch Shrimps drauf und es war echt mega viel und auch echt mega lecker. Und wir hatten noch Mango drauf, also Mango oder allgemein Früchte mit herzhaftem Essen ist auch ganz gut. Und wir hatten dazu noch ein Kokoswasser, das ist auch mega lecker gewesen. Wir hatten es ja sonst immer nur von Bali aus Kokosnüssen getrunken, aber ich muss sagen, aus der Dose schmeckt auch nicht schlecht. Wir sind back vom Maloa Bowl Essen und Leute, wir brauchen immer was Süßes und deswegen... Lassen wir uns jetzt ein Bueno raus. Ich habe ewig kein Bueno mehr so gegessen. Boah, pack mal aus. Bueno White. Generell, eindeutig sind wir Team White beim Essen. Wirklich. Zeig mal von innen. Eindeutig bei Bueno, Team Weiß. Boah, es erinnert mich immer an Ägyptenurlaub, da mir immer so gesucht wird. Bueno ist schon echt geil, aber das ist nichts für dich. Das gibt dich.
Und das gönnen wir uns jetzt. Und dann, ja, wir sind auch sehr satt von der Bowl. Es war wirklich eine fette Bowl. Und dann war es das, denke ich mal, heute. Wir beenden jetzt dieses YouTube-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben euch gestern mitgenommen, was wir alles so gegessen haben nach unserer Recovery. Also, es war jetzt ein Tag, also die Bowls, die waren übrigens verschieden, aber ansonsten haben wir ja relativ gleich gegessen. Aber es gibt auch Tage, wo wir unterschiedlich essen. Das ist eigentlich sogar fast jeden Tag so, dass wir vor allem abends, wenn wir sowieso unterwegs sind und jeder bei, also jeder einfach getrennt voneinander ist, also ich bin da meistens bei meinem Freund oder so, wir essen dann halt immer getrennt und das ist auch wirklich kein Problem für uns. Ja. Vielleicht, wenn ihr das mal sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Und genau, ansonsten sind wir total ausgeglichen mit der Ernährung aktuell. Ihr seht ja, wir gönnen uns, keine Ahnung, Buino oder sonst was. Wir verzichten auf nichts. Und das ist so wichtig, auch nach der Recovery, auch in der Recovery, auch allgemein im Leben. Weil sonst entsteht Heißhunger. Wir sagen immer so 70-30-Regel oder 80-20-Regel. 70-80% gesund und 20-30% ungesund. Was ist gesund, ungesund? Das ganze Leben muss gesund sein. So der Lifestyle auch. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also achtet einfach auf eine Balance. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Also schaut bei TikTok und Instagram vorbei, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Mehr Food, mehr Content, was auch immer. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!